macht da nicht mehr mit. Wenn ihr könnt, das macht ist mit. Das Dümmste, was ich je gehört habe. Alter. Nicht alle haben die Freiheit, ihren Arbeitsplatz frei wählen zu können. Keine Frage. Aber viele Menschen haben das. Und jetzt vielleicht gerade mehr denn je, wo überall qualifizierte Arbeitskräfte gesucht werden. Wenn ihr könnt, macht das nicht mit. Wenn ihr könnt, kündigt. Wenn ihr die Wahl habt, lasst eure Ideen, eure Kreativität, eure Zeit, eure Kraft nicht dort, wo Klimaziele gesteckt, aber kalkuliert nicht eingehalten werden, wo man meint, mit Offsetting durchzukommen, wo man mit grünen Erzählungen und Fairtrade-Kaffee in der Büroküche, wo man meint, mit all diesen grünen Märchen ja, durchzukommen und damit im Weg von echter Veränderung steht. Bietet eure Arbeitskraft nicht mehr den fossilen Geschäftsmodellen an, die nicht dazulernen wollen. Wir haben noch 7 Jahre Zeit. Sondern geht an die Orte, die wirklich fossilfrei arbeiten wollen und auch wirklich vorhaben, ihren Teil zu leisten. Dort ist die Marketingwelt ja dringender gebraucht denn je. Jahrzehnte, fast Jahrhunderte lang hat man Fantastilliarden an Geldern in die Vermarktung von fossilen Träumen und fossilen Produkten gesteckt. Seien es Autos oder sei es Fast Fashion oder Flugreisen oder was auch immer. Und mehr denn je werden jetzt Menschen gebraucht, die echte Lösungen groß und bekannt machen. Mehr denn je werden Menschen gebraucht, die uns zeigen, mit aller Kreativität, wie das gute und freie Leben aussehen kann, indem man wirklich das Klima schützt und nicht nur so tut. Unternehmen und Institutionen wie RWE oder die Deutsche Bank oder Shell oder was auch immer, die das Klima immer weiter zerhäckseln werden, komme was olle, und die um jeden Preis weitermachen wollen wie bisher, ja, die wird es immer geben. Wer will denn die ganze Zeit das so weitermachen wie bisher? Es ist, man kommt mit Argumenten, man zeigt ihr auf, dass es nicht stimmt, was sie da behauptet, aber die einzige Person, die hier weitermacht wie bisher und Ideologie getrieben, einfach nur gesagt, nein, ich glaube euch aber nicht, ihr seid nämlich die RWE, ihr seid die Deutsche Bank, ihr zerhäckselt das Klima. Diese Person ist doch die, die sich hier nicht ändern möchte. Das ist eine Unehrlichkeit. Ich finde diese das ist so bigott, was hier gemacht wird. Auch dieser Vorwurf, also wenn ihr das Klima doch so wichtig ist, wenn ihr die CO2-Ziele so wichtig sind, warum verwehrt sie sich dann den AKWs kurzfristig, die schon dastehen, dass man die einfach nur kurz anwirft? Man könnte kurz anwerfen, wenn ihr das so wichtig ist, aber sie ändert ja ihre Meinung überhaupt nicht. Sie ist ja nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen, sagen, okay, für ein halbes Jahr, bevor irgendwie die Energiepreise komplett durch die Decke gehen, ermögliche ich oder stimme ich dem zu, zumindest mal gedanklich, dass man die AKWs für eine gewisse Zeit mitmachen lässt. Das ist so krank. Und moralisch ist das so verwerflich, dass man sagt, ich hier in Deutschland, ich will nicht, dass das Klima weiter geschreddert wird, weil es dann keine Frösche mehr gibt, weil die Amphibien darunter leiden, weil wir eine Trockengebiete haben und nicht mehr Feuchtgebiete. Und aufgrund dessen steigen wir aus den Energien, die günstig sind, wie Diesel, wie Öl, aus. Und das soll bitte weltweit nicht mehr gemacht werden. Und ich verwehre dadurch den Menschen in Afrika oder der zu entwickelnden Welt, in Indien, in China und wo auch immer, in Indonesien, dass die eine faire Chance bekommen zur Teilhabe. Weil die können nämlich dann nicht teilhaben. Die können ohnehin schon kaum den Strom, das Dieselkraftwerk sich leisten, sollen sich jetzt aber eine Solaranlage leisten. Wo, das ist so menschenfeindlich. Aber gut, machen wir nochmal weiter. Ich habe fast keine Geduld mehr irgendwie. Aber dann sollen sie, sorry to say, auch die Eier in der Hose haben, dazu zu stehen und nicht zum Unmoralischen aller Mittel zu greifen und Menschen und Kunden um ihr Gewissen zu betrügen. Dieses Jahrzehnt ist entscheidend und wir werden uns alle einmal fragen, wo war ich, was habe ich gemacht, wo habe ich gearbeitet und für wen? Und man hat vor ein paar Jahrzehnten den CO2... Ich gebe auf. Also die Flinte ins Korn werfen, das ist die Idee.
nicht das System von innen verändern, sondern einfach aussteigen und dann aufgrund von falschen Tatsachen, aufgrund von falschen Behauptungen einfach auszusteigen. Das ist die Idee von Luisa Neubauer und den ganzen Klimaklebern und der ganzen letzten Generationen, wie sie alle heißen. Das kann es nicht sein. Gucken wir uns mal die Fakten an, okay? Komm, sie kommt jetzt weiter, irgendwie, es gibt noch minutenlang Applaus, aber es ist alles gesagt.